Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wo wir hoffentlich ein letztes Mal in die an die Sturmküste gehen. Aber erstmal noch ein paar Aufträge für unsere guten Berater. Botschafter, Stadt Cockwall dankt euch für die Informationen, die zur Verhaftung von Worthy, dem Zwerg, geführt haben. Er befindet sich mittlerweile in Gewahrsam. Trotz seiner Aussage unmittelbar nach seiner Verhaftung wäre er damit durchgekommen, wenn diese dämlichen Inquisitoren sich nicht eingemischt hätten. Wir hätten das als Geständnis. Inquisitoren, ja. Bote Jenny besucht eine Feier. Wie es scheint, hat unser Lord Schande über sich gebracht, indem er einen derart skandalösen Scherz erlaubte. Trotzdem sind Feiern in absoluter Dunkelheit jetzt der letzte Schrei. Kann sich das die rote Jenny auf die Fahne schreiben? Ole wird sich einfach nie ändern. Roland hatte wohl recht, die Templer von Devinter haben nicht nur die Fähigkeit, Magie zu stören. Die Magister von Devinter sind überdies völlig perplex, wenn sie mit diesen Fähigkeiten konfrontiert werden. Es gab einen Angriff auf das Gut von Magistra Trelawney, doch unsere Spionin Sir Belinda Darrow meldet, dass er mühelos zurückgeschlagen wurde, wo kein zweiter Versuch erfolgen wirkt. Magistra Trelawney sendet ihren Dank und einige Artefakte, die den Angriffen abgenommen wurden, in ein parfümiertes Taschentuch. Frag nicht. So. Was haben wir denn noch hier? Kürzeres. Geht schon in die richtige Richtung. Dann haben wir noch lange Aufgaben. Ja. Sieht fast so aus. Schade. Ah, Trauerhalle. Das hatte ich glaube ich schon vorgelesen. Richtige Gerüchte streuen. Dann wollen wir doch mal sehen. So. Haben wir schon mal. Weiter aus. Bericht über Aktivität der dunklen Brut. Es gibt Gerüchte über dunkle Brut an der Sturmküste, obwohl die Gegend nun besiedelt ist, stellt die dunkle Brut eine erhebliche Bedrohung sowohl für Reisen als auch für die Küste stationierte Soldaten der Inquisition dar. Sollte sich die dunkle Brut weiter ausbreiten, können sich weiter im Inland gipfelliegende Dörfer in Gefahr sein. Dunkle Brut kommt aus der Tiefe der Oberfläche und Soldaten können das Gebiet durchkämmen, um herauszufinden, wo sie am stärksten vertreten ist. Und? Machen wir uns an die Arbeit. Terence Klinger haben an der Küste Vorräte eingelagert, betrachtet sie als die euren. Unser ehemaliger Anführer hat die Bestände deutlich erhöht, ob schon einige seiner Methoden als gemeinen unehrenwert gehalten. Kann ich offen Diebesgut annehmen, allerdings können wir es als Fundsache deklarieren. Ja gut, wie auch immer. Haben es aus Versehen da gefunden. Keine Ahnung, wo das alles herkam, aber wir haben es gefunden. So, gut, zurück. Wir wollen jetzt hier hin. Wir werden weiter Zara mitnehmen, wir werden auch immer wieder Dorian weiter mitnehmen und Blackwall. Nehmen wir mal Spaß aber der Blackwall mit. Alles nicht so viel mit ihm und Cassandra. Ich habe Dorian ein bisschen leicht bessere Ausrüstung hergestellt, aber nur leicht tatsächlich. Also nur so T3-Rezept mit T2, teilweise T3-Zutaten. Aber es ist immerhin besser als der Tank, den er bisher hatte. So. Gut. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, wir können jetzt hier durch. Inquisitor. Ja, ich möchte gerne hier durch. Wunderbar. Von diesem Ort bekomme ich Kopfschmerzen.
Ne? Die roten Templer haben sich hier eingegraben. Dann graben wir sie mal aus. Ne? Was denkst du, Sarah? Pfeile? Pfeile? Ich denke auch an Pfeile. So. Autsch. Und vorbei. Vielleicht brauchen wir viele Pfeile. Aber nicht, oder? Aber nicht? Ah! Hier gibt es noch einen Weg durch. Von denen kommen hier hinten. Ah, ja. Den Krieger! Überall fallen! So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Gold immerhin, ja? Und, okay. Dann sollten wir uns den auch mal genauer anschauen. Hier geht weiter. Ich brauche das Schlüssel. Okay, vielleicht finden wir oben einen Schlüssel. Ab vor den Templern, die der Inquisition dienen. Es muss schwer für sie sein, die Verwandlung ihrer Kameraden zu sehen. Mhm. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell man auch in der Situation selbst hätte enden können. Wenn man nicht am richtigen Zeit und richtigen Ort gewesen wäre.
Wollte nämlich gerne. So, dann geht's weiter. Jetzt verrecken sie. Was ist vor uns, aber es ist auch irgendwas hinter uns. Mal hier hin. Bin ich weiter, glaube ich. Zumindest noch nicht. Vielleicht später. Ja, meine Herren, ich sehe Templer da vorne. Bringen wir sie um. Ach, verdammt. Schön durchstürmen und den kaputt machen und. Ich denke, wir haben die Vorherrschaft der Templer hier gebrochen. Ich denke auch. Sicher, was das für ein Geräusch war. Das ist gut aus. Nach einer Sturmküste wieder aufbauen, Einsatz verfügbar. Ja. Eigentlich den Schlüssel für diese eine Tür, die wir irgendwann mal gefunden. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das ist ein Ruderboot. Ich kann natürlich auch mit dem Ruderboot jetzt ein bisschen Boot fahren. Auch nicht. Noch mehr Wasser, aber oh, ich wette, da ist nichts. Ich wette, hier ist ein großes Vieh, das wir in einem epischen Kampf besiegen werden. Der Drache, wo denkt ihr, steckt er? Ihr seid mir ein bisschen zu begeistert. Dolan war, glaube ich, noch nie dabei, während wir einen Drachen gemacht haben. Jetzt mal Zeit, dass sich das ändert.
Ah, da ist der Zero. Macht euch kampfbereit, Leute. Ich bin der Einzige, der noch blitzt, der doch elektrisiert und Elixier hat. Ja, ne? Da steht man nicht direkt davor. Noch was ganz kreativ Neues. Wie gesagt, da hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass ich das noch erlebe, aber ich freue mich. Barriere verteilt, wieso habe ich das schon wieder frei? Nicht? So, Leute, wir müssen ein bisschen auseinander gehen. Hier der Blitzring. Bis dahin. Ich gebe mal Black Body Bubble. Mich das schrecken oder wann eine Bombe besonders sinnvoll ist. Nicht ganz direkt vor dem Ding stehen. So. Stehst du da drin? Hab schon. Oh, anders hin. Ich gut. Stopp. Das ist das Problem an Dorian. A, seine Fähigkeiten sind im Kampf gegen Einzelziele nicht so gut.
Und Vivienne ist einfach zu wertvoll, weil sie halt mit jedem Angriff und jedem Schaden, den sie macht, selber sich noch ein bisschen Barriere gibt und dann halt gegen so zufälligen Schaden, der mal irgendwann auftaucht, einigermaßen gewappnet ist. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ja, Benehmen. Klar. Ach, klar wirft er das auf den Fern, mitten auf den Fernrohr. Was macht ihr da vorne eigentlich? Aber also ablenken tut ihr nicht besonders gut, Leute. Vielleicht mal für einen kleinen Moment beschäftigen, wenn ich Doran wieder aufstelle. Dann kommen die Tanks so ganz gut ohne Bubble zurecht. Ich glaube, ich werde mir die eher in Zukunft für mich aufheben. Sarah wieder aufstellen, damit wir ein bisschen mehr Schaden hier machen. Wie ihn wiederfindet. Ja. Ja, schon weg. Geht doch einfach nur nicht. Natürlich. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Letztendlich hier dieses Statikfeld haben und dann macht er das, was uns noch mehr zusammentreibt. Hört ihr mal auf, in hier rumzurennen, wie ein paar Idioten. Bleibt doch einfach auf eurer Scheißposition. Meine Herren. Ich glaube, du stehst ungünstig. Dann geht einfach weiter zu dem Scheißdrachen, nicht zu mir gehen. Nicht zu mir gehen. Warum? Was wollt ihr bei mir? Geht weg! Hallo? Mein Ziel angreifen. Warum geht ihr zu mir? Hä? Was wollt ihr hier? Hier gibt's nichts bei mir. Da ist ein Gegner. Geht zum Gegner, nicht zum. Ja, nee, ist klar. Jetzt will mich das Spiel ein bisschen trollen. Geht ihr zu mir? Warum? Mir gibt's nichts.
natürlich wirft er das auf uns. Ja, sag mal. Kann nicht sein, dass er das zufällig irgendwo mal hinwirft, aber. Dass er das immer zielgerichtet auf Sarah schmeißt. Bisschen zu viel. Stehst wieder sehr ungünstig. Natürlich schon nötig. Nein, nicht der Scheiß, schade, scheiße. Gestern seid ihr gerade so um das Ding rumgegangen? Nee. Eigentlich ein guter Plan, aber jetzt steht ihr immer noch dumm rum. Blackwall stirbt wahrscheinlich gleich, aber ich gebe das Ding lieber mir, nicht dass ich gleich auch noch sterbe. So. So sehen zu zweit zu Ende bringen. Vielleicht sollte ich doch noch jemanden aufstellen, wenn wir keine Möglichkeit haben, die zu heilen.
Ich habe selber auch keine Möglichkeit mehr, mich zu heilen. Ja, nee, ist klar, danke. Sag mal, was hast du denn mit dir jetzt immer von mir? Geh woanders hin. Ja, dann war es nur noch einer. Weißt du was? Mir ist alles scheißegal. Das Mietz. Endlich ein wenig Feuchtigkeit. Ich glaube, das Mist fehlt. Ich glaube, ich hätte die Fähigkeit schon ein paar Sekunden früher einsetzen können. Ja, ich glaube, Doran werde ich für zukünftige Drachengewinne nicht mitnehmen. Irgendwie. Weiß nicht warum genau. Seine Barrieren halten bei weitem nicht so lange wie von den anderen beiden. Und mit Offensive macht er das auch nicht wieder wett. Also. Wachsam in Friedenszeiten. Ja. Bifonzahn. Dolch, naja. Dann bei Flanken angegriffen. Schlangenstein brauchen wir gar nicht unbedingt. So. Jetzt sollte ich allerdings herausfinden, ob die Tür jetzt offen ist oder so. Oder ob wir einen Schlüssel haben. Wir hatten ja eine so eine verschlossene Tür, bei der wir nicht weiterkamen. Von oben kam, kam er her. War da hinten nicht. Hier runter. Runterspringen. Wir gehen eben die paar Meter. So. Dann habe ich den Schlüssel immer noch nicht. Schade. Gut, dann gibt es hier ja erstmal nichts mehr. Vielleicht finden wir den Schlüssel irgendwann und wenn da durch. Was besonders dringendes ist da jetzt auch nicht. Dann ist da noch irgendwie eine rote Lyrium-Ader, aber wir haben trotzdem schon genug rote Lyrium-Adern zerstört, dass Varric damit okay ist. Und da werden wir jetzt mal mit Varric reden. Ich glaube, für Blackwall haben wir mittlerweile auch alle Gegenstände gefunden. Ja, gut. Machen wir das mal eben noch schnell. So, wo wir das tun. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Everett. Liliana, alles ist genau nach Plan verlaufen. Die Halle wurde unter Bannern nach Rotkreuz gebracht und die dürfen nur glauben, sie hätten aufgrund ihrer stolzen Geschichte die Ehre, eine der Delisch heilige Halle als Geisel zu halten.
Ehrlich wissen nicht, dass ihr geschenkter Trauer sie ist, so viel angesehen wird, aber wenn es die Gemüter beider Seiten beruhigt, soll es uns das Recht sein. Rotkreuz, erst die Dalish waren ausgesprochen dankbar. Ja? Hm? Kommandant, wir haben die Sturmküste durchkämpfen können, feststellen, wo die dunkle Brut am stärksten vertreten ist. Diejenigen unserer Soldaten, die für Raiden geboren wurden, brennen auf, die zurückzuschlagen. Spieren Harding. Leute, ich bin sicher, die Waren werden euch oder irgendwie so nützen. Steht zu Diensten, Niveau von den Dingen. Von der Sturmküste aufbauen. Badnaden, die Besitzung der Roten Templer an den Sturmküsten waren als ein Hafen. Wenn ihr mal Besitz bringen wollt, können wir euch dabei helfen. Eine darunter geschriebene Notiz in anderer Handschrift. So, wir können kaum ein blühendes Handelszentrum erwarten, aber da wir Ferelden und Ole Präsenz zeigen, werden Zugang zu Wachen mehr gewiss vom Vorteil. Natürlich werden uns Cesarians Klingen nur helfen, wenn es ihnen der Herold Andrastes befiehlt. Einige Arbeiter an die Seite stellen, Unterstützung aus den Städten besorgen. Okay, gehen wir ein paar von unseren Arbeitern. Ich glaube, wir finden noch bessere Sachen für Josephine zu tun, oder? Also. Inquisitor. Schreiben, dass er in die Himmelsfest geschickt wurde. Ich habe Lord Enzo aufgespürt, ebenso wie ein wenig mehr Venatori, als ich erwartet hatte. Wollen wir unserem lästigen Freund Lebewohl sagen. Uns an der Ermordung zu beteiligen ist gefährlich, ebenso wie jemand zu gestatten, die Kräne Ziel zu stehen. Wenn ihr Zephron zutraut, die Aufgabe zu erledigen, sollten sich unsere Wege nun trennen. Zephron ist zwar fähig, aber auch in der Unterzahl. Meine Spione können für ein Ablenkungsmanöver sorgen. Okay, Ablenkungsmanöver. Inquisitor. So, ob ich werde einfach irgendwelche Ressourcen sammeln lassen. Josephine. Und wird dann gleich wieder was Neues machen lassen. Da haben den Ebenen oder so. Auch immer am leichtesten zu sammeln ist. Wir stehen euch zu Dienst. Wir kommen gleich wieder. Jetzt was in Küste zu. Oh. Eine Oberfläche. Natürlich ist das über die ganze Karte verstreut. Ja. Ein Spaß. So. Ich glaube, das werde ich gleich offscreen machen. Ich werde noch die restlichen Scherben einsammeln und dann hier Tunnel zerstören. Das meiste davon ist nur rumlaufen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas besonders Spannendes bei passiert. So, aber wir wollten noch mit Blackwall und Varric reden. Ich habe gerade etwas Zeit. Was kann ich für euch tun? Ich wüsste gerne mehr über rotes Lyrium. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Was könnten die Templer damit vorhaben? In Kirkwall wurde Kommandantin Meredith allein durch den Besitz des Lyrium-Götzen unfassbar stark. Jedenfalls bis er sie in eine Lyrium-Statue verwandelte. Vielleicht dachten sie, die Macht wäre es wert. Möglicherweise waren ihnen aber auch die Konsequenzen nicht bewusst. Ich denke, wir haben lange genug über rotes Lyrium gesprochen. Ja, ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Okay, anscheinend hat er nichts besonders... Sagen. Ich bin mir sicher, Blackwall hat zu den Reliquien, die wir von den grauen Wächtern überall aufgesammelt haben, was zu sagen. Ist Krieg so? Ich habe noch an keinem teilgenommen. Inquisitor! Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Ich hätte es gern gesehen. Was denkt ihr über die Inquisition? Ich weiß nur, dass ihr diese Welt bis in ihre Grundfesten erschüttern könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Was denkt ihr über die Ziele der Inquisition? Die Ordnung wiederherzustellen ist ein Ziel, das ich vorbehaltlos unterstütze. Aber das ist noch nicht das Ende, oder? Noch nicht mal annähernd. Die Sucherin denkt, wir würden die Kirche wieder aufbauen. Andere sagen, sie müsse reformiert werden. Ich weiß nicht, welche Position ihr in dieser Frage vertretet, und ich muss zugeben, ich habe mich auch noch nicht entschieden. Was denkt ihr über meine Berater? Josephine ist reizend und raffinierter, als man erwarten würde. Die Inquisition hätte keine bessere Botschafterin finden können. Was denkt ihr über meine Berater? Josephine ist reizend. Also? Und raffinierter, als man erwarten würde. Die Inquisition hätte keine... Wie steht ihr zu unseren Freunden? Ihr habt euch doch sicher eine Meinung über sie gebildet. Ich muss sagen, ihr und Cassandra gibt ein bezauberndes Paar ab. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Worte bezaubernd und Cassandra mal in einem Satz sagen würde. Wir sollten uns wieder unseren Pflichten zuwenden. Wie ihr meint. Immerhin habt ihr hier ja das Sagen. Also, anscheinend habe ich doch noch nicht alle Artefakte gefunden. Okay, gut. Egal, gut, dann werde ich jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. In der nächsten finden wir uns, glaube ich, nicht mehr weiter an der Sturmküste wieder, außer da passiert jetzt, während ich da langlaufe, irgendwas ganz Spannendes. Ansonsten werden wir in ein neues Gebiet aufbrechen. Wahrscheinlich im Prix de Lyon. Schauen wir mal. Da ist ganz viel Schnee, dunkle Brut und rote Templer, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.